die sind alle weg. Ich glaube, das Interesse an Alchemie heute speist sich aus verschiedenen Quellen. Eine Quelle ist mit Sicherheit, dass mehr historisches Wissen da ist. Es werden sozusagen die Schichten der Menschheitsgeschichte vor der Aufklärung zunehmend wieder freigelegt und es wird klar erkannt, dass die Alchemie zu etwas Unseriösem gemacht wurde in der Meinung von Menschen. Aber dass es am Beginn der alchemistischen Suche oder der Naturwissenschaften der Weg war, Natur verstehen zu wollen. Und die Menschen haben dafür Erklärungsmodelle gefunden, die durchaus kreative Potenziale haben. Das war die Neugier des Menschen, herausfinden zu wollen, wie funktioniert das eigentlich alles. Und bei der Suche danach hat sich die Wissenschaft nichts anderem bedient, als die Wissenschaft heute auch tut. Sie schafft Bilder dafür. Und so wie heute ein Arzt für die Diagnose am kranken Menschen bildgebende Verfahren nutzt, wie Röntgenverfahren, Ultraschallverfahren etc., haben die Wissenschaftler damals auch versucht, durch bildliche Darstellungen der Gegenstände, mit denen sie sich beschäftigen, verständlich zu machen, was eigentlich ihre Suche ist, wonach sie fragen, was sie verstehen wollen. Und die Dokumente dieses Suchensprozesses in der Auseinandersetzung mit Künstlern und bildgebenden Verfahren, sprich Bildern, sind dann Kunstsammlungen entstanden. Ich glaube, wir sind in manchen Aspekten dann unserer heutigen Naturwissenschaften, angewandten Naturwissenschaften in der Technik, auch an Grenzen gestoßen. Und wir erleben immer wieder, dass Naturwissenschaftler oder Philosophen der Naturwissenschaften die Forderung an die Entwicklung der Naturwissenschaften in die Zukunft stellen, wieder mehr Spiel zuzulassen, mehr Experiment zuzulassen, völlig ungewohnte neue Gedankenwege gehen zu können, um technisches Wissen in völlig neuer Form anzuwenden.